Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf dem Kanal. Heute reagieren wir auf Fahd, Rashid und Jamal, Omerta. Das Video hat mir ein Kollege geschickt, der liebe Erich, Grüße gehen raus an dich, Bruder. Kuss auf dein Auge. Und zwar, als ich die Reaction zu Fahd, die besten Sterben jung gemacht habe, hat er mir direkt eine Nachricht auf WhatsApp geschrieben, dass ich mir zwei Videos von davor noch reinziehen muss, um das Ganze besser zu verstehen. Und deswegen ziehe ich mir das jetzt rein. Ich werde auch noch den anderen Teil, sage ich mal, gucken, beziehungsweise das andere Video dazu. Und danach werde ich mir einfach privat nochmal die besten Sterben jung anhören, um zu gucken, wie viel ich jetzt mehr davon verstehe. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie alt der Track jetzt ist. Ich gehe mal von schon ein paar Jährchen aus. Und deswegen würde ich sagen, wir ziehen es uns jetzt einfach mal rein. Let's go, Alter. Chrismatic. Ist auf jeden Fall ein Re-Upload, gehe ich mal von aus. Oder ist das ein Re-Upload? Ich meine ja. Nee, ist es gar nicht. Okay. Alter, ach, da steht es ja, wie alt. Das ist 7.6.2008. Uiuiui. Schon 11 Jahre alt. Krass. Richtig krass. Das war dann ja kurz nach seinem Tod, ne? Ein Jahr ungefähr, meine ich. Ich meine, er ist 2007 gestorben, habe ich bei die besten Sterben jung noch so im Kopf. Alles klar. Jamal, Freunde seit Tag 1. Die Welt ist ungerecht, mein Freund mag sein. Doch beide sind füreinander da. Dream Team, sie kämen nicht ohne einander klar. Rashid. Krass. Geiler Einstieg. Dream Team, sie kämen nicht ohne einander klar. Rashid lebt mit 8 Geschwistern unter einem Dach. Ein guter Junge, der nur ganz selten Scheiße macht. Er spielt Fußball in der Oberliga und träumt von einer Karriere als Profispieler. Denn er will, dass es seine Kinder einmal besser haben, an einem besseren Ort leben und besser schlafen. Sein Freund Jamal ist genau das Gegenteil. Er lebt bei seiner Mutter und teilweise im Pflegeheim. Ah, Digga. Mies. Mies. Vor allem, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich einfach real ist, was er jetzt erzählt, ne? Und das ist dann schon echt krass teilweise. Teil, er lebt bei seiner Mutter und teilweise im Pflegeheim. Denn Jamals Mutter ist nicht gerade die Beste. Sie wechselt ihre Männer öfter als ihre Unterwäsche. Bei jedem Männerbesuch schickt sie ihn raus zum Spielen, anstatt Jamal mit Liebe aufzuziehen. Puh, Digga. Harte Nummer. Puh, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er sowas bringt, dass er tatsächlich richtig krass so gegen die Mutter von Jamal schießt. Aber gut, wenn es sein muss, muss es sein, ne? Schickt sie ihn raus zum Spielen, anstatt Jamal mit Liebe aufzuziehen. Vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Nie vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Boah, sowas catcht mich immer, Alter. Wenn einer wirklich seine Gefühle zu Papier bringt, dann auch noch so krass über seinen besten Freund, der verstorben ist. Alter, sowas ist schon harter Tobak, ey. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. In Rashids Familie ist das Geld oft knapp. Ein weiterer Grund dafür, dass er sich einen Kopf macht. Der trainiert hart und fleißig. Denn dass er die Klamotten seines großen Bruders tragen muss, ist ihm peinlich. Jamal dagegen weiß, wie man Geld macht und seine finanziellen Probleme aus dieser Welt schafft. Er glaubt, er hat alles fest im Griff und gibt keinen Fick darauf, wenn er Gesetze bricht. Doch Rashid will was erreichen, er muss dranbleiben. Währenddessen häufen sich Jamal seine Anzeigen. Ja, der eine geht den Weg über Versuch eines Profifußballers, der andere geht den kriminellen Weg. Beide versuchen aus der Scheiße rauszukommen. Ah, Junge, Junge, ey. Währenddessen häufen sich Jamal seine Anzeigen. Rashid warnt ihn, hör auf meinen Ratschlag. Okay, du hast recht, Bruder, ich bin nicht dein Vater. Doch dein bester Freund, der immer für dich da war. Du liegst mir am Herzen, glaub nicht, dass ich laber. Doch Jamal ist ein Sturkopf, sei klein auf. Links rein, rechts raus, richtig, er scheißt nie. Vergisst er diesen einen Tag, Rashid und Jamal von der Ma, Digga, das ist hart.
wenn er ihn immer davor gewarnt hat, vor diesem Leben, sage ich mal, um genau das zu verhindern, was eventuell dann passiert ist. Ich weiß ja noch gar nicht genau, woran er gestorben ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwie dann aufgeklärt wird. Das ist auf jeden Fall krass. Diesen einen Tag, Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab, gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste, nie vergisst er diesen einen Tag. Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab, gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Puh, da hat er jetzt irgendwelche Dealer ausgeraubt, der liebe Jamal. Ich hoffe mal nicht, dass es dann irgendwie dazu gekommen ist, dass er selber erschossen wurde oder so. Ich weiß es ja jetzt noch nicht. Ich kann ja jetzt bis jetzt nur spekulieren und ich habe auch die Story nicht rausgesucht oder so. Eines Morgens wacht Rashid nichtsahnend auf, zieht sich an und geht auf die Straße raus. Dort erreicht ihn sofort die Nachricht, die sein Blut gefrieren lässt und wie ein Schlag trifft. Sein bester Freund Jamal wurde gestern Nacht von zwei stadtbekannten Dealern umgebracht. Oh, Digga. Scheiße, Alter. Scheiße, Leute. Haltet euch bloß nicht in diesen Milieus auf, ey. Haltet euch bloß niemals in diesen Milieus auf, ey. Glaubt mir, ich kenne Leute, die in diesen Milieus waren. Sage ich jetzt einfach mal. Da will niemand rein. Niemand will da rein, glaubt mir. Nacht von zwei stadtbekannten Dealern umgebracht. Kreidebleich und mit Tränen im Gesicht schwört Rashid, diese Wichser erledige ich. Seine Freunde wollen ihm diese Idee ausreden. Denk an Fußball, Familie, du darfst nicht aufgeben. Doch Rashid weiß, Jamal hätte das Gleiche getan. Und so schmiedet er allein in einem Plan. Er macht krass, jetzt will er sich für seinen Freund auch noch rächen. Ey, Alter, das hält. Also, wenn das wirklich. Also, es ist. Also, ich gehe mal wirklich zu 100% davon aus, dass es alles real ist. Das ist schon eine heftige Story, Alter. Das ist schon brutal. Schmiedet er allein in einem Plan, er macht sich noch in der gleichen Nacht auf dem Weg. 2 Uhr morgens, die Straßen sind leergefegt. Beim Dealer angekommen, klingelt er an die Tür. Unter dem Vorwand, er wolle ein paar Pillen kaufen. Er betritt die Wohnung, völlig wutentbrannt. Sieht die beiden Typen und zieht kurzerhand eine Knarre hervor. Hallo, ihr beiden Pisser. Und drückt ab mit den Worten, das ist für Jamal, ihr Wichser. What? Krass, aber hat er die wirklich abgeknallt? Also er redet ja jetzt von sich, denke ich, weil Jamal sein bester Freund war. Aber wenn er die beide abgeknallt hätte, wäre er ganz, ganz schön lange im Bau gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das real... Klärt mich da mal auf, Alter. Also wie gesagt, ich kenne von der Story wirklich nichts so. Ich kenne nur das aus den Songs und das wäre schon krass, wenn das so stimmt. Nie vergisst er diesen einen Tag. Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Nie vergisst er diesen einen Tag. Rashid und Jamal, von der Wiege bis ins Grab. Gemeinsam sind sie stark, unzertrennlich und nie alleine. Rashid und Jamal, Brüder im Geiste. Ja, da ist es nochmal, Jamal. 17.05.2007. Aber hätte er die beide umgebracht, hätte er 2008 keinen Track releasen können. Es sei denn, es ist irgendwie nie rausgekommen, aber wenn, hätte er es ja jetzt zugegeben. Und Mord verjährt ja leider nicht. Verjährt nicht, Entschuldigung, streich das leider mal raus. Mord verjährt nicht. Leider, ey, ich bin auch so ein Mongo manchmal. Nee, Mord verjährt jedenfalls nicht, deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass er die wirklich abgeknallt hat. Wahrscheinlich hätte er es gerne getan oder so, ne? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Krasse Story auf jeden Fall. Ist echt ein hartes Thema. Und wie gesagt, Leute, haltet euch von diesen Drogenkreisen fern, Alter. Es ist wirklich so. Scheiß auf Moralapostelei oder so, ne? Aber wirklich, das ist kein Spaß oder so.
Na? Habt noch einen schönen Tag, Leute. Keine macht den Drogen. Bis dahin. Macht's gut, haut rein und ciao.